Ja, es soll jetzt darum gehen, die Gleichung x² minus 4x plus 3 gleich 0 mit Hilfe der PQ-Formel zu rechnen. Die PQ-Formel haben wir eben hergeleitet. Die ist x1, 2 gleich minus p plus oder minus die Wurzel aus p² Viertel minus q. So, da stellt sich eine Frage bei der Aufgabe. Die Frage stellt sich, was ist p und was ist q? So, die erste Antwort auf die Frage, was ist p in unserem Fall? Dritte Reihe. Ja. Jawohl, was ist q? 3. Genau, also das ging schon mal ganz einfach. Also habe ich x1, 2 minus p halbe. Da steht jetzt minus, minus 4, da muss man eine Klammer drum schreiben, halbe. Plus oder minus die Wurzel aus p Quadrat, das ist minus 4 zum Quadrat Viertel minus q. Und q war ja 3, also minus 3. So, jetzt rechnen wir weiter. Minus, minus 4. Was ist minus, minus 4? 4. Das ist also 4 halbe plus oder minus die Wurzel aus. Was ist minus 4 zum Quadrat? Ja? 16. Plus 16. So, weiter. 4 halbe. Was ist 4 halbe? Letzte Reihe. 3. 16 Viertel. Ja? Minus 3. Genau, also steht da, geht es hier weiter, 2 plus oder minus die Wurzel aus 1. Was ist die Wurzel aus 1? Ja? Plus minus 3. Ja, Vorsicht, die Wurzel aus 1, die Wurzel ist definiert als diejenige positive Zahl, die quadriert den Radikant ergibt. Also das heißt, es ist nur plus 1, aber durch das plus minus ist es dann plus minus 1. Also habe ich hier diese beiden Gleichungen, da kriege ich ein x1 und ein x2. Was ist x1? Ja? M3. Ja, das ist 2 plus 1, also 3. Was ist x2? Ja? 2 minus 1, das ist 1. Genau das. Das heißt, das sind meine beiden Lösungen.